Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier nochmal erschienen sind zur letzten akademischen Mittagspause, bei der ich nochmal über ein Thema sprechen möchte, das mir als Neurowissenschaftler und Neurologen besonders am Herzen liegt, nämlich die Verbindung zwischen den Neurowissenschaften und dem, was es mit Krebs zu tun hat, weil wir immer besser verstehen, dass tatsächlich so wie viele Funktionen im Körper durch das Nervensystem gesteuert wird, auch das Krebswachstum tatsächlich durch das Nervensystem gesteuert werden kann. Und ich möchte Ihnen heute über eine besondere Erkrankungsart reden. Das sind sogenannte unheilbare, diffuse Hirntumore. Und das sind sogenannte Gliome. Und Sie sehen hier auf der linken Seite also einen Autopsieschnitt von einem Patienten, der so einen Hirntumor hat. Und Sie können sehen hier in der Mitte des Bildes diese braune Masse. Das ist letztendlich der Haupttumor, den man in der Regel auch klinisch im RT sehen kann. Aber Sie sehen auch all diese schwarzen Punkte hier, die Sie im gesamten Hirn verteilt sehen. Wenn man den Tumor anfärbt mit einem Antikörper, visualisieren kann, wo auch einzelne Zellen sich im gesamten Hirn befinden. Das macht klar, auf der einen Seite mit dem Skalpell alleine kann man nur diesen Teil herausschneiden, aber man kann nicht im Prinzip das gesamte Gehirn hinausschneiden. Und es ist eben dadurch auch charakterisiert, dass hier besondere Bahnen des Gehirns immer wieder benutzt werden. Die Autobahnen des Gehirns, die in den sogenannten Hirnstamm führen. Da die Tumorzellen können eben letztendlich diese Fasertrakte des Hirns nutzen, den Hirnstamm invadieren und letztendlich dort kritische Funktionen, also im Hirnstamm sind kritische Funktionen wie das Atmen verortet, sodass klar ist, auch diesen Hirnstamm kann man nicht so einfach entfernen. Chirurgisch. Und auch wenn man sich an andere Therapien denkt, wie zum Beispiel Chemotherapie, Strahlentherapie, all diese Therapiearten haben nur einen ganz geringen Überlebensvorteil. Und man kann sagen, dass in den letzten 30 Jahren wir im Prinzip keinen nennenswerten Fortschritt in der Behandlung dieser Erkrankung machen konnten. Und auch die Strategie zu sagen, all das, was in anderen Krebsarten, was man immer wieder liest, was da auch gut funktioniert, außerhalb des Gehirns, einfach so anzuwenden in Hirntumoren, war nicht erfolgreich. Das stellt uns deswegen die Frage, ob wir da wirklich die relevante Biologie, ob wir überhaupt verstehen, was diesen Tumor unheilbar macht, wirklich auch attackieren. Und das glauben wir mittlerweile besser zu verstehen, indem wir den Tumor in seinem Ökosystem, dem Gehirn, wirklich besser auch analysieren können mit neuen Technologien. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Einerseits darüber, wie die Neurowissenschaften uns helfen können, diese Tumore einerseits besser zu verstehen und uns andererseits aber auch neue Möglichkeiten eröffnen, neuartige Therapiearten zu entwickeln und auch diese unheilbaren Hirntumore möglicherweise heilbar zu machen. Und Startpunkt des Ganzen war es, dass wir, wie ich schon gerade sagte, den Tumor in seinem Ökosystem wirklich analysieren. Und das haben wir hier gemacht, indem wir Patientenzellen markiert haben und im Gehirn, im lebendigen Gehirn uns über die Zeit angeschaut haben. Und was man eben sehen kann hier, ist, dass dieser Tumor, das ist in der grünen Farbe hier, dass der Tumor nicht einfach wie so ein Fußball im Kopf immer größer wird, abgekapselt wächst, sondern dass dieser Tumor hier wirklich solche Fortsätze bildet, sich wirklich in das Gehirngewebe hinein vernetzt, sich mit sich selber vernetzt und dementsprechend mit dem Gehirn kommunizieren kann, das gesamte Gehirn invadieren kann und so auch sich als unheilbar herausstellt. Wie wir letztendlich einen Schritt weiterkommen wollten, ist in diesem Tumor wirklich in dessen Ultrastruktur zu verstehen. Also wirklich, wie ist die genaue Interaktion zwischen dem Hirn und dem Hirntumor?
Und hierfür haben wir eine Mikroskopiemethode benutzt, die nennt sich Elektronenmikroskopie. Die erlaubt uns letztendlich nanometergenau die Struktur des Gehirns aufzulösen einerseits und auf der anderen Seite auch die Struktur des Tumors darzustellen, was wir unerwarteterweise in einem der ersten Experimente, die wir dort gemacht hatten, gesehen hatten, war, dass die normalen Synapsen, die wir im Gehirn benutzen, um einfach zu denken, dass die nicht nur zwischen Nervenzellen zu finden sind, sondern dass es eben auch solche Synapsen gibt zwischen Nervenzellen und Tumorzellen. Und dass das immer eine gewisse Richtung hat. Das hat keine Beliebigkeit, sondern es ist immer das Nervensystem, das dem Tumor Input gibt, also wo sich Neurotransmitter auf die Tumorzelle entladen können. Und das sieht man hier ultrastrukturell auch, wie eben letztendlich diese Nervenzellen synaptische Vesikel in der Nähe von diesen Tumorzellen letztendlich haben. Und das sehen wir nicht nur in Mausmodellen dieser Erkrankung, aber auch wirklich in Resektaten, was wir eben aus Patienten herausnehmen. Also wir sehen eben, dass es diese Modellsysteme das reflektieren, was wir auch in Patienten finden können. Mit einer anderen Methode hat sich für uns die Frage gestellt, auch ist das denn jetzt einfach nur ein Artefakt? Ist das vielleicht einfach, was der Tumor so nebenbei macht, was aber vielleicht gar keine richtige Bedeutung für diesen Tumor hat? Und wir wollten dementsprechend auch verstehen, sieht man denn so eine Art funktionalen Input? Sieht man also, wollten wissen, wenn wir in den Tumor reinhören, gibt es da wirklich auch ein Signal, das echt kommt? Ein elektrisches Signal, so wie wir im Gehirn auch elektrische Signale verarbeiten, wird so ein Tumor, so ein Hirntumor auch solche elektrischen Signale verarbeiten. Und auch hier haben wir eben solche elektrophysiologischen Messungen gemacht, die Ströme gemessen und gesehen im Tumor, dass letztendlich dieser Tumor wirklich dem Nervensystem zuhören kann, dass er wirklich versteht auch, was dort eben passiert, dass es eben nicht nur ein strukturelles Artefakt ist. Und letztendlich hatte sich daraus dann für uns auch die Frage ergeben, wie kann man sowas therapeutisch wirklich nutzen? Und man kann sich hier sogar bestimmte Medikamente bedienen, die wir in der Neurologie in der Regel für therapieresistente Epilepsien benutzen. Wo das Gehirn überaktiv ist, benutzen wir in der Regel eine Substanz hier auch als Second-Line-Therapie, das Perampanel. Das ist ein AMPA-Rezeptor-Antagonist, ein häufiger Neurotransmitter-Rezeptor bei der Übertragung zwischen Nervenzellen. Und wenn wir den anwenden wieder und uns einen Tumorverlauf anschauen, sehen wir letztendlich, dass der Tumor in seiner Größe stabil bleibt, wenn man ihn behandelt. Während er eben, wenn man es nicht behandelt, eben einfach ungefähr um das Zweifache in der gleichen Zeit wächst. Und während wir uns erwachsene Tumore angeschaut haben, gab es eben auch eine Gruppe in den USA, die das letztendlich dasselbe gefunden hatte in kindlichen Hirntumoren, also um zu zeigen letztendlich, dass das nicht nur auf eine bestimmte Hirntumorentität begrenzt ist, sondern wahrscheinlich eben in verschiedensten Hirntumoren, auch in verschiedensten sehr aggressiven Hirntumoren der Fall ist. Das hat uns letztendlich zu dem Konzept geführt, dass es dort immer eine gerichtete Kommunikation zwischen dem Nervensystem und den Tumorzellen gibt, immer von den Nervenzellen ein Signal, das gesendet wird auf die Tumorzellen, was letztendlich dann dazu führt, dass der Tumor proliferieren kann, also sich teilen kann und aber auch eben das, was ihn besonders unheilbar macht, ins gesamte Gehirn invadieren kann. In Folgearbeiten konnten wir dann ebenfalls auch sehen, dass hier verschiedene Mechanismen der normalen Hirnentwicklung, der normalen Art und Weise, wie Nervenzellen sich entwickeln, von diesen Tumorzellen letztendlich ausgeliehen werden können, benutzt werden können, ausgenutzt werden können, um dieses neuronale Verhalten, also dieses Mimikry von Neuronen letztendlich dafür sorgt, dass der Tumor auf der einen Seite molekular, zellulär und dann eben auch funktional letztendlich in das Gehirn invadieren kann. Ich hatte gerade schon darüber berichtet, dass
eine der Grundsteine für diese Entdeckung letztendlich Technologieentwicklung war. Und auch wir glauben weiterhin daran, dass Technologieentwicklung für diese Art, um diese Art, diese sehr ungewöhnliche Art der Kommunikation zu studieren, uns wirklich ein Stück weit der Therapie weiterbringen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir verstehen wollten, wie letztendlich das gesamte sogenannte Konnektom aussieht. Also wie sehen alle Verbindungen zwischen Nervenzellen und Tumorzellen aus? Und auch hier können wir uns wiederum Methoden aus der Neurowissenschaft bedienen. Ein sogenanntes Tollwut-basiertes Tracing, letztendlich was beim Tollwut-Virus passiert, ist, dass dieser Tollwut-Virus aufgenommen werden kann in der Regel und von einer Nervenzelle über eine Synapse springend auf eine andere Synapse, auf ein anderes Neuron drüber springen kann. Und letztendlich können wir dasselbe System benutzen, um unsere Tumorzellen mit dem Tollwut-Virus, mit dem adaptierten Tollwut-Virus zu infizieren, um letztendlich alle Nervenzellverbindungen im gesamten Gehirn darzustellen. Eine Methode, die letztendlich bisher mit keiner anderen Methode so umgesetzt werden kann. Und das erlaubt uns, einige Dinge zu machen, die wir vorher eben nicht darstellen konnten. Wir können jetzt uns einzelne Tumorzellen angucken und sehen, wie letztendlich, Sie sehen hier diese Tumorzelle, die hier herunterwandert, und Sie sehen, wie immer weiter auch hier rechts, links immer wieder grüne Zellen aufpoppen. Das sind letztendlich all die Verbindungen, die einzelne Tumorzellen und deren Tumorzellbiologie mit dem gesamten Gehirn aufbauen können. Wir können uns das aber auch, wie gesagt, für gesamte Tumore anschauen. Wir sehen hier in der weißen Farbe sind alle Tumore, die sich herumbewegen, teilen. Und Sie sehen, wie jetzt letztendlich hier im Prinzip in der gesamten Umgebung fast alle Neurone angefärbt werden können. Das heißt, die Tumorzellen haben wirklich die Eigenschaft, sich spezifisch mit Neuronen zusammenzubringen und zu vernetzen. Und letztendlich, was es auch besonders unheimlich macht, ist, dass, was man sehen kann, dass es nicht nur eine spezifische Unterart ist der Neuronen im Gehirn, die diese Tumorzellen letztendlich attackieren können, sondern es ist, scheint so zu sein, dass diese Tumor, dass die normalen Nervenzellen, die im normalen Gehirn bei uns vorhanden sind, dass im Prinzip fast jedes Neuron scheinbar vernetzt ist mit diesen Tumorzellen. Und dass es aber währenddessen noch normale Funktion hat, also dass es letztendlich in einer Art Versteck sich auch befindet in den Anfangsstadien, wo nichts mit dem neuronalen Netzwerk passiert, außer dass es eben auch Input zu den Tumorzellen geben kann. Also wir sehen nicht das, was wir in späteren Stadien in der Klinik sehen, epileptische Anfälle, Ausfallserscheinungen. Das ist alles Erscheinungen, die ganz spät erst in der Tumorentwicklung stattfinden. Und diese Verbindungen, das ist eben letztendlich das, was ganz, ganz früh in so einem Entwicklungsstadium auch schon stattfinden kann. Und dass das in der Tat nicht nur ein lokaler Tumor ist, sondern sogar eine sogenannte Ganzhirnerkrankung, das sehen wir letztendlich auch wieder hier in diesen Mausmodellen, wenn wir letztendlich die verbundenen Neurone und verbundenen Nervenzellen mit den Tumoren auf das Gehirn versuchen zu mappen. Und was wir hier sehen können, hier, das ist hier dieser ganz kleine Tumor hier in weiß. Und Sie sehen, dass im Prinzip ein großer grüner Saum um diesen Tumor ist, was die Neuronen sind. Aber man sieht eben auch in ganz distanten Hirnbereichen, ganz wichtigen Schaltstellen des Gehirns, wie zum Beispiel auch wieder dem Hirnstamm, dass in ganz frühen Stadien bereits diese Nervenzellverbindungen auftreten. Jetzt haben wir uns natürlich auch wieder gefragt, was hilft uns das wirklich wiederum, das aufzuschlüsseln? Und was wir eben letztendlich sehen können, ist, dass eben auch sogenannte bestimmte spezifische Hirnareale, die auch zum Beispiel für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus relevant sind, wie der hier der sogenannte Nucleus basalis meinert, mit dem Acetylcholin als Neurotransmitter, komplett neue Neurotransmitter ebenfalls eine Rolle spielen können bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen und Tumorzellen. Und da versuchen wir gerade auch zu verstehen, was für
bestimmte Botenstoffe des Gehirns, was für eine Art Auswirkung auf die Tumorzellen haben. Also wir haben also letztendlich bisher lediglich die Spitze des Eisbergs erklommen, dass es da eben solche Verbindungen gibt. Aber besser zu verstehen, zu kartografieren, was da eigentlich an Verbindungen zwischen dem Nervensystem und den Tumoren stattfindet, das ist sicherlich eine ganz wichtige Verbindung für die Zukunft. Und wie ich bereits sagte, wir wollen nicht nur neue Technologien entwickeln, wir wollen nicht nur den Tumor verstehen, wir wollen ihn letztendlich auch therapieren. Und wie könnte so eine Art Therapie auch mit so einem Tollwut-Virus aussehen? Und was wir hier letztendlich versucht haben, ist, möglichst den Tumor nicht überhaupt zu perturbieren, sondern zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn man diesen Tumor vom Stromnetz nimmt, wenn man den von deren neuronalen Stromnetz nimmt. Und haben letztendlich eine Strategie entwickelt, bei der wir es schaffen, ausschließlich die Nervenzellen zu töten, die mit den Tumorzellen verbunden sind. Also eine Art Diskonnektionstherapie für diesen Tumor zu etablieren. Und das letztendlich sehen wir hier, dass das prinzipiell funktionieren kann, dass es das Tumorwachstum signifikant reduziert, wenn man ausschließlich die Nervenzellen manipuliert, die mit diesen Tumorzellen sprechen. Wir hatten jetzt viel über die Verbindung zwischen Nervenzellen und Tumorzellen in Hirntumoren gesprochen, aber es ist noch deutlich komplexer. Es gibt nicht nur diese eine Art Verbindung zwischen Nervenzellen und Tumorzellen. Es gibt verschiedenste Arten der strukturellen Kommunikation mit den Neuronen, den Nervenzellen. Aber es gibt auch andere Arten der Verbindung zwischen diesen Tumorzellen mit sich selbst und anderen Zellen des Gehirns. Das heißt, was für uns klar ist, ist, dass wir verstehen immer mehr, dass der Tumor nicht einfach in Isolation wächst, sondern letztendlich den Input des ganzen Umfeldes benötigt, um sein Wachstum anzutreiben. Was auch klar macht, warum viele der Therapien, die wir letztendlich entwickelt haben, die sehr tumorzelltrendzentrisch waren, warum diese auch einfach nicht funktioniert haben, weil wir letztendlich die Umgebung bisher völlig ignoriert haben. Ich möchte letztendlich den Vortrag schließen, um Ihnen auch nochmal klarzumachen, wo auch ich denke, dass es in welche Richtung das gehen muss, damit dieses Feld auch wirklich erfolgreich neue Therapien entwickeln kann. Und das ist eben letztendlich das Konzept der Tumorzell-Diskonnektion wirklich voranzutreiben, dafür wirklich einerseits die notwendigen Technologien zu entwickeln, das Tumorkonnektom zu entschlüsseln, also alle Verbindungen, die in so einem Tumor wirklich vorhanden sind, mit sich selbst und anderen Zellen zu verstehen, um daraus dann die Neurowissenschaften zu nutzen, um neue Krebstherapien entwickeln zu können. Ich möchte natürlich ganz wichtig hier all den Leuten danken, die letztendlich geholfen haben, um diese Daten zu erzeugen. Es ist sicherlich, ist Ihnen hoffentlich auch ersichtlich, dass es ein wahnsinnig interdisziplinäres Feld ist, in dem viele, viele Akteure hier, vor allem auch in Heidelberg, auch im Rahmen der Life Science Alliance, ganz wichtige Rolle gespielt haben, zu helfen, die Verbindung zwischen Neurowissenschaften und den Krebswissenschaften zu schließen. All den Doktoranden, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben, all den verschiedenen Gruppen, verschiedenen Akteuren, die wichtig waren. Und natürlich auch den Patienten und deren Familien, die das Gewebe zur Verfügung gestellt haben, ohne die diese Forschung niemals möglich gewesen wäre. Und letztendlich möchte ich auch Ihnen danken, dass Sie jetzt noch am letzten akademischen Mittagspause teilgenommen haben und für Ihre Aufmerksamkeit danken und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.